Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Total War Warhammer. Und schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Es geht weiter. Ich weiß, in den letzten Tagen kam unregelmäßig bis gar nicht und es war auch schwierig. Es ist E3 und tagsüber ist es für mich schwer aufzunehmen, weil ja vor meiner Haustür immer noch gebaggert wird und alles. Und ja, da wird zwar gerade immer noch gebaggert, aber der Bagger ist gerade nicht da. Deshalb nehme ich die Chance und nehme jetzt hier mal eine Folge auf. Und ich versuche jetzt wieder täglich zu machen. Ich hoffe, es ist okay so. Ich versuche mein Bestes. Und wo sind wir letzte Folge stehen geblieben? Die Vampirfürsten marschieren unaufhaltsam gegen die Grünburg. Aber das lassen wir uns nicht vermiesen, denn wir haben ja eine leichte Defensive aufgebaut. Wir werden sehen, was daraus wird. Und ich würde sagen, zur Rundenbeendung. Wir sehen gespannt. Oh, sie marschieren sogar auf die Festung zu. Aber unser Kräfteverhältnis ist sehr positiv. Was haben wir denn für Truppen? Wir haben eigentlich gar nicht so viele Truppen, würde ich fast meinen. Und der müsste viel, viel mehr Truppen haben. Aber es sind doch nur Zombies und so. Ich würde sagen, wir führen das Gefecht mal automatisch, um das Let's Play ein bisschen voranzubringen. Heldenhafter Sieg. Aufgestellt hat der Feind 1900. Verloren hat er 1900. Wir haben aufgestellt 1140 und verloren 371. Verbleiben 769. Feinde gefangen 348. Und die werden alle hingerichtet. Denn keine Gnade mit den Vampirfürsten, würde ich sagen, liebe Zuschauer. Und wir werden sehen, was sich hier sonst noch so ergibt. Krieg beitreten gegen wen? Nordland. Wo sind die denn? Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch einen Krieg im Moment erlauben könnte. Aber wie wäre es mit dem Gegenangebot? Wie wäre es mit 2000? 2000 ist zu hoch. Wie wäre es mit 1500? 1500 müssen die schon gucken. Militärischer Zugang ist okay. Aber Krieg beitreten für so wenig Geld, ich weiß nicht. Sonst verstricke ich mich noch überall wo rein. Adelbert Wüterich ist aufgestiegen, das ist schön. Salvatore Hellnich, unser Feind von der Fraktion Vampirfürsten, ist in der Schlacht von Grünberg-Reichland gefallen. Das ist doch schön, Gunther Becker-Herzog. Gunther Becker-Herzog ist nach der Abwesenheit wieder zum Dienst bereit. So. Und zwar, wir können das hier erstmal minimieren und schauen, die sind hier auf der Flucht, stehen nicht ganz so gut da, wir sind hier mit unseren Armeen eigentlich ganz gut und ich würde sagen, wir nehmen die Chance und jagen und töten die, oder? Ich würde sagen, das sollten wir tun und das führen wir auch automatisch, um den Feind zu vernichten. Das war nur ein knapper Sieg. War's verloren, 319, verbleiben 600. Ein knapper Sieg nur. Aber die werden alle hingerichtet. Die Vampirfürsten wird keine Gnade gezeigt. Erhalten Anhänger. Öffentliche Ordnung plus 1, lokale Provinz. Das ist doch schön. Der ist auch aufgestiegen. Und der auch. Das ist doch alles schön. Feind im Kampf getötet. Stefan Jäger. Stefan Jäger, unser Feind von der Fraktion Vampirfürsten, ist in der Schlacht von Wurtbad Stierland gefallen. Und Steiner Jäger auch. So, jetzt sind die hier noch auf der Flucht. Ist die Frage, nee, die können wir nicht mehr mitholen. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns mal zurück und bereiten uns auf die noch kommenden Schlachten vor, die mit Sicherheit kommen werden. Denn wir haben hier immer noch Imperator Karl Franz ja gegen diese Schlacht hier ziehen. So, wir haben jetzt aber auch wieder ganz gut Geld, würde ich sagen, und das können wir auch ausgeben und irgendwie investieren. Und zwar in der grünen Burg haben wir immer noch, wir können natürlich auch die ganzen Burgen noch updaten, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Wir könnten auch das hier, das über das Wachstum erhöhen, darüber hatte ich ja auch schon philosophiert in den letzten Folgen. Alles nicht so einfach. Ist auch die Frage, was brauchen wir im Moment? Hier haben wir die Stelle, hier haben wir das Versammlungsfeld. Was könnten wir sonst noch gebrauchen? Militärunterstützung, hier können wir sowieso im Moment nichts bauen. Hier, das haben wir schon gebaut, hier. Im Prinzip bleibt mir gar nicht so viel übrig, was ich bauen könnte. Ich könnte Verteidigung bauen. Was nochmal was bringt. Stellt Garnison bereit. Erhöht die Garnison. Das ist ja prinzipiell schon mal nicht schlecht. Man könnte einfach nochmal die Trinkstube bauen, was die öffentliche Ordnung erhöhen würde. Aber das braucht man im Moment eigentlich gar nicht, weil die sich ja ins Positive bewegt. Also wäre am sinnvollsten. Aber, oder wir bauen einfach erstmal die Großfarm. Und was ist das hier? Schneidergilde bringt was?
Die bringt erhöht das Einkommen. Würde ich sagen, machen wir doch das einfach mal. Und beenden wir auch die Runde an dieser Stelle. Ach, wir können auch Fähigkeitspunkte vergeben. Dann machen wir das natürlich. Und zwar, Schlachtross ist der schon der Gute. Dann machen wir noch Nahkampfabwehr. Und nee, vernichtender Angriff nicht. Ah, das muss ich jetzt machen, oder was? Ah gut, dann mache ich das. Und noch der hier. Ja komm, der wird auch, und der macht Plattenrüstung so. Die sind alle, das sind alles Kämpfer. Das sind alles Kämpfer. So, und ich würde sagen, jetzt können wir die Runde beenden, weil wir müssen das ja auch mal hier alles voranbringen, bisschen was machen. So, die Vampirfürsten bewegen sich da jetzt hier noch ein bisschen, aber Woodbutt wird auf definitiv zurückerobert werden. Das werden wir uns nicht lange gefallen lassen. Dessen könnt ihr euch definitiv sicher sein. Ist natürlich auch die Frage, mit der Armee hier, ob wir das hier nicht endlich mal schlagen sollten. So, momentane Situation ist dann natürlich auch nicht so ganz eindeutig. So, was sollten wir hier bauen? Oder sollten wir neue Truppen ausheben? Ich könnte erstmal Adelbert Wüterich. Welches Level ist der? Der ist Level 4. Der ist Level 3, das heißt, der ist besser. Theoretisch könnten wir erstmal dem ja alle Truppen unterstellen. Weil es bedarf ja gar nicht. Da kann man ja erstmal Truppen durchaus sparen. So, hier die Armeen sind aber durchaus stark. Was muss ich eigentlich machen, um das hier zu verbessern? Boah, nicht möglich, ich habe nicht genug Geld, um diesen Bau abzumachen. 5000 kostet das. Ja, dann wäre es ja eventuell nicht schlecht, wenn wir diese Schlacht hier im Blutkiefernwald führen würden. Kräfteverhältnis ist auch nicht schlecht. Aber ist mir immer noch nicht gut genug. Die Armee für des Feindes ist nicht... Es ist für mich... Und es ist auch Hinterhalt. Das ist alles nicht so einfach. Wir machen doch nochmal Rückzug. Ich finde, wir sollten diese Schlacht nicht leichtfertig führen. Die scheint echt nicht einfach zu sein. Und ey, was soll ich groß hier um den heißen Brei rumreden? Moment, beenden wir einfach nochmal die Runde und warten wir ab. Was wollen die Vampirfüßen? Ein Friedensabkommen. Das finde ich nicht einfach so. Einfach ein... Ich finde ein Gegenangebot, finde ich ganz okay. Und zwar... Okay, nee, Vasall und so ein Kram. Und zwar wäre es denn mit Zahlungen. Oder Vasall werden. Können sie ja annehmen. Oh, jetzt machen sie Zahlungen. Wie wäre es mit 900? Jetzt gehen sie auf 600. Nee, liebe Vampirfürsten, das ist mir zu wenig. Da müsst ihr schon mehr wie bieten. Was will der? Krieg beitreten gegen wen? Das Ostland, das ist so weit hinten. Komm, von mir aus machen was. Ey, von mir aus machen was. Was wollen die von mir? Krieg beitreten gegen wen? Gegen die. Die könnte ich eventuell schnell besiegen, weil die sind an meiner Grenze. Ich will mich natürlich auch nicht übernehmen. Aber, wie wäre es damit? Okay, noch eine Erhöhung. Okay, sie haben abgelehnt. Gut, ich habe ihn... Ich will mich natürlich auch nicht unter Wert verkaufen, muss ich sagen. Die Götter sind zornig, schlechte Omen. Eine eurer Handlungen hat die Götter erzürnt. Doch sind sie launisch und mögen euch mit der Zeit vergeben. Doch eine etwas zeitnähere Besänftigung ist angebracht. Ein Tribut. Okay, so sei es, würde was machen? Öffentliche Ordnung minus 3, Wachstum plus 20. Tribut öffentliche Ordnung plus 4. Bisschen öffentliche Ordnung minus ist okay. Weil das Geld habe ich im Moment absolut keine Kapazitäten für zu zahlen. Bin ich ganz ehrlich. So, ich gehe auch nochmal Diplomatie. Und schaue, wie so die momentane Lage ist an Leuten, wie die mir gestellt sind und so.
Das Wiesenland ist mir am positivsten. Approach us, friend, and make your offer. Ist definitiv interessant. Das Taleland da oben aber auch. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Die könnten eine Konföderation beitreten, aber das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal meine Bündnisse überall. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier meine rechtmäßige Burg zurückerobern. Hier Wurtbad. Diese Burg gehört mir. Und die sollte und muss eigentlich zurückerobert werden. Garnisonsgröße 13. Ach, das kann man da an der Seite gut sehen, oder was? Also, hier sieht man es gar nicht so schnell. Doch, hier sieht man es jetzt auch. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich würde sagen, wir updaten hier nochmal Wachstum und alles und beenden auch nochmal die Runde. Im Moment können wir einfach nicht so viel machen. Man kann aber auch einfach nicht immer viel machen. Man muss auch einfach erstmal einfach... Oh, Moment. Kurz lautlos. So, sorry. Oh Gott. So. Öffentliche Ordnung plus 1, lokale Provinz. Ja, öffentliche Ordnung, ja. Das ist schön. Das freut mich. Hier können wir eventuell auch nochmal Einheiten rekrutieren. Die nochmal einen guten Bonus geben. Aber auch nicht so viele. Und dauert auch 2 Runden. Warum ist das denn... Ah ne, ist gar nicht. Kann man ja auch hier. Das könnte ich hier zumindest bauen. Machen wir das auch mal. Okay, hier gibt es noch was. Dann geben wir dem hier noch eine Plattenrüstung. Und beenden wir dann jetzt die Rüstung. Was kommt hier denn von den Vampirfürsten? Schon wieder ein Vorschlag eines Bündnisses. Zahlung 1200. Das ist gar nicht so schlecht. 1500. Sie haben euer... Ja, ich will da ein bisschen verhandeln natürlich. Militärisches Bündnis. Ja, ist definitiv in Ordnung. Das kann man machen. Wechselhafte Winde der Magie, das weiß ich ja schon. Die verschwundenen Altdorf. In einer eurer Provinzen schwindelt allmählich die Bevölkerung. An bestimmten Nächten werden bestimmte Ghettos oder Distrikte verlassen. Das einzige Zeugnis der verbleibenden Bewohner ist ein dreieckiges Symbol, das auf einem nahen Tor oder einer Mauer gemalt wird. Negatives Wachstum, was? Das ist merkwürdig. So, sind hier jetzt sogar Gebäude fertig geworden? So, die Armee hier ist soweit auch fertig geworden, deshalb bald könnte ich mich hier echt mal dem hier nähern. Wo konnte ich denn nochmal sehen, wie viele, ach hier, das sind ja genau die hier sind's. Verstärkung wird erwartet. So, hier haben wir die Truppen. Also da kommt auf jeden Fall was auf uns zu, dessen können wir uns sicher sein. Dessen können wir uns definitiv sicher sein. Helmgard da hinten steht ganz gut. Das freut natürlich. So, wir beenden jetzt einfach nochmal schnell eine Runde. Wir müssen natürlich auch Geld ansammeln. Man muss auch einfach mal in Total War auch einfach mal Runden ziehen lassen und einfach schauen. Sonst geht ja teilweise gar nichts voran. Und da muss man mit seiner Armee natürlich auch irgendwie natürlich Fortschritte machen. Und ich würde sagen, ihn ziehen wir mal hier hoch. So, dann geben wir ihm noch mal ein bisschen was zur Verteidigung oder so.
Und dann werden wir mit diesen beiden Armeen hier das angreifen. Aber das ist in der nächsten Folge, liebe Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid morgen wieder mit von der Partie, wenn wir hier diese Schlacht schlagen werden. Ein für alle Mal mit diesen beiden starken Armeen hier. Und ja, bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.